Die Silberlochhöhle im Altmühltal. Ein Crashkurs im Höhlenklettern und, wie sich zeigen wird, auch im Kriechen. Mit Sicherheitsausrüstung durch Lehm und Dreck in absoluter Dunkelheit. Warum genau tut man sich so etwas an? Lust auf Abenteuer. Mal was Neues erleben, was anderes als es im Alltag gibt. Das war ein Geburtstagsgeschenk, eine totale Überraschung. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und jetzt schaue ich es mir mal an, was mich da erwartet. Genau, was denkst du denn, was dich erwartet? Ein kleines Abenteuer auf jeden Fall. Und ein Kumpel hat das schon mal gemacht. Der hat irgendwie gemeint, das war ja, so eins der coolsten Erlebnisse, aber er wird es nie wieder machen. Keiner der Teilnehmer war je in so einer Höhle. Stefan, einer der beiden Guides, weiß, was die Leute erwarten und was sie erwartet. Abenteuer, denke ich. Zweites ist, dass man hier natürlich so eine Höhle keine öffentliche Höhle ist, wo man jederzeit einfach reingehen kann. Deswegen haben wir unterschiedliche Equipments an, wie Helm, Stirnlampe und Klettergurte. Weil ohne dieses Material plus Seile haben sie in der Höhle keine Chance. Ja, die Anforderung ist natürlich groß, weil jederzeit die Möglichkeit besteht, dass da jemand abrutscht und sich einfach verletzt. Weshalb man ohne sachkundige Führung und Hilfe der Silberlochhöhle fernbleiben sollte. So einfach sie am Anfang wirkt, so anspruchsvoll wird sie tiefer drinnen. Übrigens, relativ hell ist es hier unten nur dank der Scheinwerfer des Filmteams. Die Stirnlampen spenden nur spärliches Licht. Und schon die erste Lektion. Abseilen. Nur wenige Meter, aber für absolute Anfänger gar nicht so leicht an dem glitschigen Fels. Kommen. Nicht beide Hände am Gürtel, sondern muss die Hände weg tun. Nur 5 Grad hat es hier unten, doch spätestens jetzt ist es den meisten warm. Abseilen klappt bereits ganz gut. Jetzt wartet eine völlig neue Herausforderung. So, wir sind jetzt am Nadel angekommen. Tut mir den Gefallen, legt euch hin und geht in die niedrigste Position. Lasst den Kopf unten, weil sonst schaut euch die ganze Zeit oben an den Stalagniten den Kopf an. Und geht zügig hintereinander weg, aber trotzdem den Abstand lassen, dass die Füße vom Vordermann euch nicht in den Kopf, ins Gesicht schlagen. Okay? Und dann auf geht's, gehen wir los. Mindestens 30 Meter geht das so. Nix für Leute mit Platzangst. Nach einer kurzen Entspannung im aufrechten Gang folgt, Nomen ist Omen, der sogenannte Geburtskanal. Höhlenkletter-Crashkurs die zweite. Mehr als 10 Meter müssen sich die Teilnehmer durch einen extrem engen und glitschigen Schacht senkrecht nach oben zwängen. Und Stefan kann nur durch Zuruf helfen. Jetzt immer nach links rüber, an die linke Wandseite, bis oben hin und dann geht's rechts weiter. Das geht doch so, man kann da nicht aus. Nur die Ruhe. Komm so, Hände hoch. Und dann drehst du bei unten. Es ist ein Junge. Kurze Rast in der sogenannten Kerzenhalle, die leider schon vor Jahrzehnten großer Teile ihres Tropfsteinschmucks beraubt wurde. Und wie war es bisher? Cool, also Geburtskanal war auf jeden Fall mal ein Erlebnis. Also erstmal, man muss sich an dieses Durchrobben durch diesen engen Kanal gewöhnen. Da im Geburtskanal, da musste ich dann schon mal kurz innehalten und mich wieder beruhigen. Es war dann ein bisschen kritisch, wenn man weggerutscht ist und keinen rechten Halt hatte. Es folgt Höhlenkletter-Crashkurs die dritte. Über 10 Meter abseilen, rückwärts hinunter ins Dunkle. Nur gesichert von Franzi, die zusammen mit Stefan die Gruppe durch die Höhle führt. Zur Erinnerung, ohne Filmteam wäre fast alles schwarz um die Teilnehmer herum. Abseilen zu lassen. Ja, stimmt. Das
Lass die Füße vor deinem Körper und halte dich links rüber ein bisschen. Eins kannst du loslassen. Dann geht's plötzlich ganz schnell und alle erblicken wohlbehalten das Licht des Tages. Wie war's denn jetzt eigentlich? War auf jeden Fall eine Tour. Alles gut? War Gott sei Dank unkritisch. Wir hatten ja gute Guides. Willst du das nochmal machen? Ja, auf jeden Fall.